Gott. Gucken uns auf. Nimmt wieder. Ich habe außerdem jetzt, glaube ich, Pause gedrückt, während ich da beugt war. Na doch, es nimmt auf. Alles klar. So. Gucken wir mal. Status. 114 hat das. Nee, sorry. 100. Ja, das ist okay. Was hat das andere? 120, ne? Ja, 120 hat das. Ja, mein Gott. Aber hier bringt dir das jetzt nicht viel, weil die Gegner halten eh nicht genug aus, um damit Blutschaden zu machen. Also. Okay, dann nehme ich das Dings wieder. Das Langschwert. Oh, ich kann aber auch das Gargoyle-Axt verwenden. Habe ich immer das lieber. Kann ich das Großaxt verwenden? Nee, Langschwert. Ja, komm, Langschwert war okay. Ist hier gut? Das müsste eigentlich. Also, wenn du beidhändig nimmst. Ja, ich nehme das Stärke Langschwert. machen sind immer geil. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Stärke-Axt ist. Da hinten ist auch noch mal was. Aber ich glaube, da kommt man später hin, ne? Ja, da kommen wir jetzt gleich hin. Ja. Hier. Scheinbare Wand. Oh, super, Alter. Super, super, super. Ja, und ich, die Idiot rollt noch dagegen, weil ich dachte mir so, okay, das ist wahrscheinlich dann Mann. Ja, wenn man den Ich auch kenne sie nicht. auch nicht mehr alle auswendig, aber wenn mir das einfällt, dann sage ich dir Bescheid. Hallöle. Oh, das. Oh, der andere kann nicht sterben, alles klar. Wenn ich mit einer bestimmten Person CS spiele halt, ne? Dann, und dann ist es meistens so, entweder ist ein Team richtig scheiße, meistens ist es das Team der Terroristen, weil das ist wirklich so, irgendwie sind jedes Terroristenteam, was ich bis jetzt, weil ich und die bestimmte Person, ich wollte gerade den Namen fast sagen, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, weil, ich weiß nicht, ob die bestimmte Person erwähnt werden will, deswegen sage ich keinen Namen halt, ne? Vorsicht, nicht in Ja, dem, ja, nicht in dem ja. Rauch stehen bleiben. Das ist halt so, dass. Warte, warte mal kurz, ich guck mal, ob ich gerade einen Ring doppelt habe, den ich hier abwerfen kann. Die Lösche. Scheiße. Nee, hab ich nicht, scheiße. Ah, da unten ist ja das. Aber unten ist wieder, ne? Ja. Oh shit. Es wäre voll cool, weil von dem Spiel gemacht, ne? Und in zukünftigen Dark Souls oder Bloodborne oder was auch immer teilen halt, ne? Wäre jetzt eigentlich voll geil, wenn die das einfügen würden. Dass wenn Online-Spieler von dem Fluch sterben, ne? Dass sie dann auch hier so wie der hier hängen bleibt halt, ne? Weißt du, was ich meine? Meinst du, wie diese Kristalltypen hier? Ja, wenn Online-Spieler von Dark Souls dann davon sterben, dass sie So. dann hier so bleiben halt, ne? Statt diese Blutflecken. Ja. Ja, warum nicht? Könnte man reinbringen. Ja, aber wahrscheinlich ist es für die Macher so viel Arbeit. Nee, glaube ich nicht. Oh, ich hasse das immer, wenn die abhauen. Bei dem brauchst du eigentlich immer nur hinter die kommen und dann wirst du ja nicht getroffen von dem Qualm. Alter, wie viel Qualm ist denn hier? Obwohl, das Qualm gab's auch. Ne, das Qualm gab's auch in Dark Souls 3. Jedenfalls, worauf Ja, ich. da hatten die auch, aber da hast du, glaube ich, nur auch verflucht? Nee, versteinert, ne? Oder hier ist versteinert und da, nee, hier ist Fluch und bei Dark Souls 3 bist du versteinert. Lol, der eine kommt in die Mitte. Komm. Du bist mein Mantel. Sieht man das? Nee, bei mir hängt er noch da. Ah, schade, bei mir ist er am Rücken wie so ein Mantel, also wie so ein Schal. Ah, komm. Oh mein Gott, ich nehme ihn gerade mit. Oh. Ah, da ist es ja. Ring des bösen Auges. Was macht das denn? Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Okay, nice. Ausrüsten. Ich habe keinen anderen Ring noch. Den geht es ja. Nee, du brauchst keinen zu tun. Also, bleib mal stehen geblieben. Jedenfalls, Ich wollte mein schönes Gesicht zeigen. Ich habe auch noch einen. So, ja. Alter. Wie es aussieht, das, was ich letztens auf der Toilette liegen gelassen habe. Ich glaube, da muss ich einen Arzt aufsuchen. Besser. Ja, das sind eineige Zwillinge. So. Wo gehen wir Ah, denn? genau. Achso, da lang, ja. Hier. Okay. Hier rennst du durch und direkt um die Ecke musst du rüberspringen. Denke, um muss ich rüberspringen. Ah, Ja. lol. Tot? Ja, wenn du runter, nee, wenn du runterfällst, ist egal, wenn du runterfällst. Ja, ich hab's So viel ist das geschafft. nicht. Okay. Menschlichkeit. Wieder Ja, runter? jetzt kann, ja, kannst du oder rüberspringen. Rüberspringen ist besser. Okay.
Ja, ich bin rübergeschwungen, alles klar. Manchmal hier. Ja, das kann ich auch nochmal erzählen halt über CS halt, ne? Also das würde ich ja auch nochmal spielen, das, also Counter-Strike würde ich auch nochmal irgendwann aufnehmen. Ich weiß nicht, ob jetzt bei dem neuen Format oder bei einem eigenen Let's Play-Format, aber ich glaube sogar ein eigenes Let's Play-Format, wenn ich auch Lust habe, Counter-Strike im Ranked-Modus zu spielen halt, ne? Weil es einfach so ein Ranked-Spiel ist, finde ich. Jedenfalls sind die Terroristenteams immer scheiße, glaub mir. Also, immer wenn ich mache ja mit der bestimmten Person immer so, ne? Sie geht ins Gegnerteam, meistens Counter-Strike, also ihr Counter-Terrorist halt, ne? Und ich bin dann Terrorist halt, ne? Und mein Team ist immer beschissen. Aber das ist nicht normal. Mein Team ist immer schlecht. Und mal haben wir so gemacht, dann, dass wir zusammen zu Counter-Terrorist gegangen sind und da war das Terroristenteam richtig scheiße halt, ne? Also irgendwie ist das Terroristensystem immer scheiße, ich weiß auch nicht warum, aber. Und da war dann halt so gewesen, dass in unserem Team irgendwie sechs Leute, also sechs gegen eins waren halt, ne? Gegen einen Terroristen, sechs Leute halt, ne? Und die Bombe lag in der Halle. Und diese Vollidioten, ich sag mal wirklich Vollidioten, sind denen einfach die Hand gegangen, weißt du? Die haben einfach die Bombe außer Acht gelassen, sind alle vier losgerannt und haben ihn gesucht und alle vier sind gestorben. Kinder, Call of Duty Spieler. Ja, was, weißt du, das kommt auf die. Wie ist denn das? Gelobt seid ihr, sondern. Ah. Hast du mich denn für die Nachricht hierhin gebracht? Nee, dann war das hier, oder? Ja. Irgendwie habe ich schon gerade einen Gegner gehört. Nee, hier war nichts. Oh, hier vorne. Genau. Aber der Controller funktioniert wieder, ne? Ja. Hier, Ja? diese. Hast du sauber gemacht, oder was? Ja, ich habe reingepustet. Tatsächlich war es wahrscheinlich so eine Art Sturmkorb oder so. Okay, ja. Ja, gut zu Was war das? wissen. Eine Armbrust, ne? Schwere Ja. Armbrust oder sowas. Ja, mal Armbrust. Okay. Hier müsste so leer sein, oder? Nee, hier ist was. Ja, so leer. Ritter so leer. Achso, so leer. Ich dachte so, hier muss es so leer sein, hab ich verstanden. So leer, du Ja, weißt so voll, so leer. doch. Ja, genau. Sag einfach nächstes Mal so ein Geist. Hier müsste so leer sein, oder? Ne, hier ist was. Also, are you serious? No, I'm fucking Snape. So. Ja, was jetzt? Zieh dir mal eine dicke Rüstung an. Dicke Rüstung. Tatsächlich ist es die beste Rüstung, die ich habe. Gucken wir mal kurz, ob ich irgendwas doppelt habe, was gut ist. Ich habe das meiste habe ich entweder weggeschmissen oder in die Kiste gepackt. Ich habe mal den Gargoyle-Helm angerüstet, ausgerüstet. So. Hi. Hier, ich kann dir Ritter Solers Rüstung geben, dann kannst du wie Ritter Soler rumlaufen. Der Typ guckt mich so an, als wenn er wirklich irgendwie. Ich muss mal gleich nach der Auf. Also, kurz mal nach kurz eine Pause machen. Eine kurze Aufnahmepause. Also, nicht Aufnahmepause, sondern kurz mal einen Cut. Um was mir anzugucken. Aber sagen kann ich ja immer das ausreden. Ich glaube, die ist gut gegen Feuer, die Schwarzeisen. Ja, Feuer hat die 30, genau. Ja, ich würde Hast aber du aber für erst nach später. dem. Ja, ich würde es aber erst nach dem Bosskampf ausrüsten, weil ich will Willst gucken. zeigen, dass du es auch so schaffst, Ja, natürlich. ne? Ein bisschen. Okay, dann tschüss. So. Also ich gehe mal runter. Hier Okay, runter, ne? dem Boss können wir auch wieder den Schwanz abschlagen. Ah, warte mal, komm, scheiß drauf. Weil ich ja Bot bin, nehme ich ja trotzdem so eine Art Rüstung. Es tut mir leid, lieber Zuschauer, ne? Aber ganz ehrlich, ich bin Bot und Bots müssen halt überleben. Nehme ich mal die Achso, ja. den Ich habe Helm. da auch eine fette Rüstung jetzt angespielt. Wir spielen ja eh nur aus Fun. Dann ist das ja Ja, scheißegal. ist ja eine Art Dings-Let's Play, also einfach nur um. Spiel zu zeigen. Ich meine, klar, ein bisschen Herausforderung muss immer bei Dark Souls spielen sein. Warte, mache ich jetzt Headroll eigentlich? Ja, alles Ja. klar. Aber das ist jetzt auch kein Bossgegner, bei dem du voll schnell ausweichen musst, weißt du? Naja, aber ich mache mal trotzdem, ich kriege mal die Ritter, also Sonnenrüstung an, weil die ist leicht und außerdem auch eigentlich schon gut, also gut für die Verteidigung. So.
Obwohl. Die sieht cool aus, finde ich. Oh, schon immer noch. Wahrscheinlich liegt es in der Hose. Machen wir hier dann. Machen wir das dann. So, jetzt müsste es eigentlich schlechter sein. Oder? Ich war immer noch fett Du dran, kannst. hä? Pack das Schild weg, das brauchst du nicht. Ja, aber was ist denn so schwer, meine Rüstung? Du musst unter 50% kommen. Oder Ach, tu die wahrscheinlich. Arme raus, die Arme. Weil die geben immer am wenigsten an Dingens. Dann Ich packst du mache die weg. einfach den Helm. So, jetzt müsste eigentlich gehen. Ja, das war der Helm gewesen, der. Hammer! Ich komme hier nicht mehr raus. Na jetzt, oh mein Gott, Alter. Der NPC blockt mich. So, jetzt geht aber die rein. So. Okay, ich gehe nach unten. Okay. Und nach dem Boss mach ich mal kurz dann den Cut, ne? Weil, ich muss das bestimmt Sekunden danach. Aber zumindest haben die Cutscene irgendwie auf HD auch nochmal gemacht, ne? Oh, ist ja Ja, es war winzig. ja vorher auch HD. Ne, halt nur 720p. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja gut, wahrscheinlich haben die Dark Souls-Spieler dasselbe wie ich gedacht, als sie den Bass gerade gesehen haben. Ja, So sie, oh mein er ist Gott, so wie, oh ein kleiner süß, oh wie Krokodil. süß. Ja, ganz klein. Sieht aus wie. Alter, das sah mal, das sah episch aus, ey. Wie ich durch den Nebel kommen bin, ne? Ich geh mal zum Schwanz schon mal. Einfach immer nur gucken, dass du nicht vor dem stehst. So. Ja. Dann müsste das eigentlich passen. Oh, wow. Wenn er springt, weglaufen. Oh, der Ritter Soler ist schon fast tot, ey. Nee, der kann sich aber heilen. Ich hätte mein Schwert lieber in einer Hand, ey. Ja, ich hab das Schwanz abgehakt hier. So. Sehr gut. Leute, Ritter Soler hat mich mit dem Bildschwert beworfen. Er dachte, es wäre gut gemacht, hier hast du ein Stück links. Ja. Wow, achso, das warst du. Ach, stimmt, Feuer war nicht so gut bei denen. Bist du Ich tot? glaube, Nee. Blitz war gut, ne? Das war Nee, ich ich nicht. bin noch nicht. Aber man kann bei dem schnell sterben, wenn er dir auf den Kopf springt. Ich mach mal immer so, dass ich ab jetzt zwei Schläge lande, weil. Oh, hier liegt noch was. Erstmal im Bosskampf eine Rüstung aufheben. Alter, was macht der Ritter so leer die ganze Zeit? Der bewirft sich irgendwie mit Pfeilen, ne? Ja, der will auf den greifen, der nimmt Blitzspeere. Er macht aber auch sehr gute. Vorsicht. Oh. Er sollte man lieber heilen, ne? Ja. Oh, mein Ach Schaden, komm, wir nehmen. wow. Ja, das ist ein Säureangriff. Magensäure oder irgendwas. Ja, ich glaube, Säure aber macht. Alter, Ritter soll er heilig. Er heilt sich Boah, aber ich nicht. mache gar keinen Schaden hier, Alter. Vielleicht hat er sich mal heilen, ey. Ja, ich mache auch keinen Schaden. Ich habe mit zwei Schlägen 78 gemacht. Du machst mehr Schaden als ich. Oh nein. Jetzt heil dich doch, Junge. Okay, er ist tot gleich. Ja, er ist tot. Leute, Waffe in Gefahr. Ja, das ist durch die Dingens. Okay, das heißt, ich War muss. schnell. Sollten. Komm, lass mal zurückgehen. Lass mal hier Richtung Nebel zurück. Ich habe keinen Bock hier, dass wir gleich runterfallen. Ja. Aber ist das nicht auch alles die Säure? Nee, das kommt dann bei dem raus. Das siehst du das. Das ist so, hat so komische Bläschen. Ja, komm. Okay, das macht nicht viel Schaden. Okay. Oh, er wollte einen Schwanzschlag machen. Lol. Oh. Oh. Heilen. Oh, der ist gepackt.
Eieiei. Aber das, er hat nicht mehr viel. Also, da muss ich aber sagen, da haben wir uns doof angestellt. Na ja, gut, wenn der Bosskampf so lange dauert, ne? Das ist auch eigentlich auch voll gut, ey. Schandstadt-Schlüssel. Oh, schnell, hey. Hab ich's geschafft? Jawohl, ich hab's geschafft. 18.000 Seher. Ey, ich weiß gar nicht mehr, in welchem ND ich bin. Oh, ich hab's nicht geschafft. In dem Teil. Was dauert auch voll lange, bis ich das umrüsten kann, ne? Ja, du musst immer genau wissen, ne, in welche Richtung du gehen musst. Ja. Das meine ich ja, das ist beim dritten Teil ist das leichter. Da hast du ja immer eine Reihe. Da hast du, glaube ich, fünf Ringe nach rechts und dann kannst du nach unten gehen. Dann siehst du ungefähr, ob du nach oben oder unten gehen musst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und hier kannst du nur nach oben oder unten gehen. Guck mal schnell nochmal. So. Ja, also von der Leiche habe ich schon mal die Richtung genommen. Richtung. Ich frage mich eh, warum und mal der Soldat, dieser Ritter Soler, sich nicht geheilt hat. Nicht einmal, ey. Ja, mein Gott. Ja, hat er bestimmt Opferungsbereitschaft gezeigt oder so. Ja gut, dann mach ich mal hier schon mal einen Cut, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmals fürs Zuschauen. Und vielleicht auch beim nächsten Mal wieder ein zu Dark Souls Remastered. Haut rein, ciao!